Hallo zusammen. Heute bin ich wieder etwas spät dran. Ihr seht es draußen, es ist schon sehr, sehr dunkel. Aber ich möchte trotz alledem das Video fertigstellen. Ich habe bis gerade eben noch ein Video für einen Freund fertig gemacht, der am Montag 60 wird. Und das ging jetzt leider vor. Und deswegen bin ich mit diesem Video etwas später, als ich es wollte. Ja, diese Woche möchte ich euch ein bisschen, ja, also habe ich so ein bisschen den Versuch gestartet, ein Food Diary zu machen. Hat nicht so ganz geklappt, aber na, ich werde euch jetzt so nacheinander einfach mal aufzeigen, was ich so gegessen habe. Vieles wiederholt sich bei mir, weil ich halt nicht so viel koche. Ich esse auch viel Rohkost, weil ich es einfach mag. Kennst du diese Cognac-Nudeln? Also gibt es als Nudeln oder als Reis? Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig rumgezeigt wird, sonst verlinke ich es auf jeden Fall unten nochmal. Die habe ich bei Edeka gekauft, gibt es aber auch bei Dents. Die sind glutenfrei, low carb, sugar free, fat free. Und ich muss mal gucken, woraus die jetzt sind. Also Kalorien haben die, 100 Gramm haben 8 Kalorien, also so gut wie nix. Kein Fett, keine Kohlenhydrate. Allerdings 4 Gramm Ballaststoffe und 0,1 Gramm Eiweiß. Und das ist genau das, was ich jetzt innerhalb der Diätphase gut gebrauchen kann. Und ich habe mir damit mal wieder eine Fahne gemacht. Da ist sie zu sehen. Mit Gehacktes und Tomaten. Frischen Tomaten. Ja. Und die sind hergestellt aus Wasser, Cognac-Pulver, 4%, Säureregulator, Calciumhydroxid. Ich vermute mal schon ziemlich viel Chemie. Aber so ab und an, so als Füllstoff, kann man sich die erlauben. Und es ist wirklich, die sind total geschmacklos, also die geschmacklos, also die schmecken nach nichts. Und man muss sie abwaschen mehrfach, weil sie nach Fisch riechen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ja, aber sie schmecken halt sehr gut mit Soße zusammen und das ist für mich einfach nochmal so ein, ja, so ein bisschen mehr und mal was anderes, weil ich ja doch mich ziemlich einseitig und ziemlich eintönig ernähre. Wenn ich abends nach Hause komme, habe ich keine Lust, noch groß irgendwas Neues zu kochen. Dann mache ich das Altbewährte. Das war auch dumm, aber naja. Ich habe mir vorgenommen, aber jetzt wenigstens einmal im Monat mir ein neues Rezept anzugucken und das auszuprobieren. Und das ja, steht noch an für diesen Monat. Zum Glück ist der Monat noch jung. Sieht doch lecker aus, oder? Ich habe noch Lust auf Nachtisch. Und das sind gefrorene Granatapfelkerne. Die lasse ich jetzt ein bisschen auftauen und dann sind die richtig lecker. Das ist Gulasch mit Cognac Spaghetti und rohe Gurke Natur. Ich habe einen super leckeren Käsekuchen mit Blaubeeren gebacken. Ich habe etwas ganz Geniales entdeckt. Das ist jetzt die Soße meiner Rinderroulade. Ganz flüssig, weil ich natürlich
keine Stärke oder sowas da rein tue. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Das ist Guarkernmehl. Und Guarkernmehl hat, kann man das sehen, 100, also 100 Gramm haben 174 Kalorien, 0,7 Gramm Fett, kein Zucker, keine Ballaststoffe, kein Eiweiß, keine Kohlenhydrate, kein Salz. Also von der Energie, vom Energiegehalt recht wenig. Und das dickt die Soße an. Das zeige ich euch jetzt mal. Das Ganze sind 100 Gramm. Ich packe da jetzt so viel rein. Vielleicht kann man das noch sehen. So. Ich fürchte fast schon, das ist zu viel. Ich mache mal ein bisschen weniger. So, ich würde sagen, ein halber Teelöffel. Der kommt da jetzt einfach rein. So. Den kann man übrigens auch in kalte Soße reinmachen. Der muss also nicht heiß sein oder warm. So, dann gucken wir gleich mal. Also es wird jetzt schon dickflüssiger. Ja, kommt noch nicht so ganz rüber. Zeige ich euch nachher nochmal. Eventuell, vielleicht tue ich doch noch ein bisschen mehr rein. Also ich mache nochmal so ein bisschen. Das ist es definitiv schon dickflüssiger. Schon viel dickflüssiger. Und das so gut wie ohne Kalorien. Stärke hat ja Kalorien. Also, total genial, sag ich euch. Total genial. Ich bin total glücklich. Eigentlich habe ich die nur für Riesenseifenblasen gekauft und dann zufällig entdeckt, dass man damit auch andicken kann. Total super. Ist das cool oder ist das cool? Also, ja, ist viel dicker geworden, die Soße. Krass, konnte man gar nicht sehen, oder? Nee, da bin ich gerade getestet worden. Das ging jetzt ganz schnell. Schade, dass man das nicht sehen konnte. Also, das ist ziemlich cool. Man geht hier zum Fenster. Einfach zum Fenster, gibt seinen Personalausweis ab. Dann machen die einen Abstrich vom Rachen, also nicht in die Nase, was ich sehr angenehm finde. Und dann muss man 20 Minuten warten und übers Radio wird man dann informiert, dass der Test fertig ist. Und da ist, ich habe die Nummer 76 und jetzt warte ich einfach mal. Dummerweise, in Anführungsstrichen dummerweise, wird Musik gespielt und die darf ich ja hier wegen Lizenzgründen nicht abspielen. Warum mache ich das überhaupt? Ich hatte gestern... gestern Freitag hatte ich sehr starken Durchfall. In der Nacht habe ich Gliederschmerzen gekriegt. Ich habe mich einfach nur kaputt und müde gefühlt. Heute fühle ich mich immer noch sehr schlapp
Und ich hatte immer noch, also zwischendurch Durchfall und vor allen Dingen super starke Kopfschmerzen. Und ja, und einfach um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich gesagt, gut, das sind so typische Symptome, die bei meiner Ärztin immer abgefragt werden, bevor ich da überhaupt in das Krankenzimmer reingelassen werde. Und dann habe ich mir gedacht, sicher ist sicher, bevor ich da jetzt erkranke oder irgendwas habe und das weitergebe, lasse ich mich doch lieber testen. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich nichts habe. Ich meine, ich fühle mich schon wieder wesentlich besser. Ich habe gestern, also über den ganzen Tag, immer und immer wieder Vitamin C eingeschmissen, weil das hilft ja. Und ja, fühle mich heute auch schon wieder viel besser. Wie gesagt, ich fühle mich nur schlapp. Aber ich möchte natürlich niemanden anders anstecken, ne? Das ist ja auch wichtig. Natürlich das Wegevideo, das kommt jetzt. Das Ergebnis auf der Waage hat mich doch heute sehr, sehr, sehr begeistert. Eine größere Abnahme, das freut mich doch sehr. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bleibt gesund. Ciao.